Hallihallo und herzlich willkommen zum 19. Part meines Let's Play zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back in der Neuauflage für die PlayStation 4, also sprich der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Wir sind in den letzten Parts, beziehungsweise im letzten und 18. Part, hier bei diesem ersten Level in dem 5. Warpraum, Piston in the Way, hängen geblieben. Wir haben schon einen ganzen Teil dieses Levels gesehen, aber wir haben es noch nicht abgeschlossen. Zuvor, nochmal zur Erinnerung, hatten wir noch Dr. Engine und somit höchstwahrscheinlich den vorletzten Boss im Spiel besiegt. So. Es ist schon eine Weile her, dass ich die letzten Parts aufgenommen habe. Ich habe es ja, glaube ich, beim letzten Mal kurz erklärt, dass ich in der Regel immer 4 Parts am Stück aufnehme. Mindestens 2, höchstens 4. Und ja, seit diesem letzten Mal ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Und vielleicht klappt es ja jetzt wieder ein bisschen besser und ich komme hier besser durch dieses Level durch. Bisher sieht das zumindest mal ganz gut aus. So. Hier muss ich wieder drauf achten. Den darf man dann wieder nur oben drauf. Auf den darf man ebenfalls nur oben drauf, logischerweise, denn es ist ja der gleiche Gegnertyp. So, und was soll ich sagen? Ich nehme das Ganze hier jetzt an einem Freitag auf, das heißt, es ist Wochenende, ich habe Bock auf das Spiel, habe den Frust, den ich zuletzt durchaus hierbei hatte, respektive beim Spielen hatte, jetzt mal für den Moment abgelegt, habe gerade 2 Gegner auf einmal weggeklatscht, Wahnsinn, habe den Frust abgelegt und gehe jetzt hier mit frischem Elan ans Werk, in der Hoffnung, dass das jetzt hier klappt und wir dieses Level erfolgreich absolviert bekommen. So, und ich bleib dabei, bisher sieht das für diesen ersten Try doch ganz gut aus. So. Ich habe mir auch, man mag es kaum glauben, gemerkt, wie man diese ganzen Dödel zerstören kann. Nochmal zur Erklärung. Hier der zum Beispiel, den darf ich jetzt, wenn er seine Tentakel nach oben nimmt, ich muss nochmal zurück, darf ich ihn nicht mit einer Spin-Attacke wegklatschen. Andererseits, wenn er sie dann hochnimmt, darf ich ihn mit einer Rutschattacke weghauen. Ja. So viel dazu nochmal. Und das ist hier in dem Level ganz speziell so, dass halt jeder Gegnertyp, auf den wir hier treffen, ein anderes Muster benötigt, um bezwungen zu werden, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Das war jetzt definitiv das Falsche, aber ich hatte ja einen Schutz. Von daher alles gut. So, hier aufpassen, da kommen nämlich jetzt wieder Säulen runter. So, und das ist genau die Stelle, hier gibt es nämlich jetzt den Kristall, an der ich im letzten Part dann irgendwann gescheitert bin. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, haben wir tatsächlich noch gar nicht gesehen. Dann bin ich ja relativ gut durchgekommen. Wahnsinn. So, und da ich jetzt nochmal zur Erklärung, das habe ich, glaube ich, damals auch in einem entsprechenden Part gesagt, dadurch, dass ich jetzt bis hierhin gekommen bin, ohne einmal zu sterben, guck mal gerade, wie viel Leben ich noch habe. Super 4. Wir haben also einen vollen Rutsch Leben jetzt am Start. Dadurch habe ich jetzt hier diese Totenkopfplattform freigespielt. Ansonsten wäre da wieder nur so eine nicht materialisierte Plattform gewesen, die wir jetzt nicht hätten betreten können. So, jetzt muss ich mal gerade hier gucken, wie das hier getimt ist. Das ist mitunter doch gar nicht mal so einfach. So, und ich habe ja tatsächlich noch keinen dieser Bereiche geschafft. Jetzt muss ich mal gucken, das ist hier ein bisschen viel. Okay. Hat aber geklappt. Was sind das denn jetzt für welche? Jetzt muss ich mal überlegen, wie könnte das funktionieren? Okay. War nicht hundertprozentig richtig, aber auch nicht gänzlich falsch. Mist, jetzt hat er sich geduckt. Ich wollte eigentlich rutschen. Okay. Ja. Gut. Wir haben weiterhin unsere 4 Leben. Jetzt hier wieder das Problem mit der Kameraperspektive. Hat aber dann doch verhältnismäßig schnell geklappt. Okay. So, das heißt jetzt in diesem Rutsch, auch wenn wir jetzt natürlich gestorben sind, kommen wir immer zu dieser Plattform. Wenn ich jetzt hier aber Game Over gehen sollte, ich werde das jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal versuchen. Weil wenn wir jetzt schon diese Plattform mal sehen, dann möchte ich natürlich auch versuchen, den Edelstein mitzunehmen. Sollte ich das mit dem Rutschleben, den ich jetzt hier am Start habe, nicht schaffen, nochmal zur Erklärung, dann werde ich aller Voraussicht nach
das Level mit dem nächsten Try-Leben einfach. So, jetzt hat es geklappt. Einfach durchspielen ohne diesen Bereich. Aber bisher sieht das ja gar nicht so schwer aus. Das war jetzt allerdings nicht so gut. So, jetzt gucke ich mal, wie weit der kommt. Okay, Kiste springen. Ich weiß, dass sie springt. Okay, da war ich zu flott. Schade. Naja. Alles klar. Also den Rutschleben machen wir aber auf jeden Fall noch. Inklusive Versuch des Bonus-Levels oder beziehungsweise Totenkopf-Abschnittes. Wenn es nicht gelingt, dann werden wir mit dem nächsten Rutsch unter Umständen das Ganze skippen. Oder ich spiele bis hier vor, mal sehen. Denn ich muss ja ohne Game Over bis zu dieser Stelle kommen, damit ich die Plattform überhaupt bekomme. Ich habe es ja gerade eben noch mal erklärt. Und entweder schneide ich das dann irgendwie rein. Ich habe ja jetzt durchaus in diesem zweiten Let's Play doch das ein oder andere Mal schon... Was war das jetzt? Naja, doch das ein oder andere Mal durchaus geschnitten Videomaterial, obwohl ich ja im ersten Let's Play noch gesagt habe, das möchte ich gar nicht tun. Aber da hatte ich die Rechnung noch nicht mit Crash Bandicoot 2 gemacht. Dem einzigen der drei Teile, den ich im Original nicht gespielt habe und den ich demnach auch nicht wirklich so richtig einschätzen konnte, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber bisher hat mir das Spiel hier das Leben durchaus schwer gemacht, um nicht zu sagen, es zur Hölle gemacht. So, machen wir es doch einfach mal so. Ich habe doch gelernt. Hier ist es jetzt allerdings ein bisschen schwieriger. Naja, ich habe es mir schon gedacht. So, nimmt er seine Tentakeln hoch? Nein, er lässt sie die ganze Zeit unten. Dann kann ich ja eigentlich drauf springen. Perfekt. Und was macht der? Der verhält sich ähnlich. Machen wir das auch hier jetzt einfach mal ein bisschen langsamer, gemächlicher, ohne irgendeinen bescheuerten Zeitdruck künstlich zu generieren. Ich muss hier jetzt auch mal gucken, ob sich da vielleicht was versteckt, wo ich reinrennen könnte. Tatsächlich nicht. Okay, jetzt kommt hier ein Checkpoint. So, das mache ich so. Ja. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Verdammt. Ja gut. Das ist natürlich... Ja, wie mache ich das denn dann, Freunde der Nacht? Oder kann ich den unter Umständen sogar à la Donkey Kong like? Nein, kann ich nicht. Ich habe gedacht, man könnte da direkt drüber rutschen. Okay, das war jetzt ein geschenkter oder verschwendeter Versuch, besser gesagt, nicht geschenkt. Ja, aber wie mache ich das dann? Ich muss ja... Ach so, ich kann ja das Ding dann nutzen, um den Typen damit zu zerstören. Okay. Ja, aber der geht dadurch gar nicht kaputt. Das ist ja doof. Alles klar, Herr Kommissar. Ja, ich darf... Ja, ich kann den nur mit dieser Rutschattacke zerstören, aber... Dann laufe ich Gefahr, da reinzufliegen. Das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Wie gehe ich da am besten taktisch vor, Freunde? Also ich sag's schon mal vorweg, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann gehe ich ja Game Over. Ich werde das dann aber auf jeden Fall doch noch einmal mindestens versuchen. Wenn ich, wie gesagt, die Plattform wieder freischalten sollte. Wenn nicht, dann laufen wir einfach so durchs Level und dann spielen wir diesen Bereich hier dann zu Ende, wenn es um die 100% geht. So, ich bin aber jetzt immer noch am Überlegen, wie ich das geschickterweise mache hier. Es dauert durchaus eine Zeit, bis das da runterkommt. Nee. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ein neuer Satz Leben. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Totenkopf-Plattform nochmal sehen werden. Oder ob wir uns jetzt im Gegensatz zu dem ersten Rutsch mit den vier Leben so deppert anstellen und hier unter Umständen die Plattform gar nicht zu sehen bekommen, weil wir hier vorher kaputt gehen. Das war schon gar nicht mal so ungefährlich, was ich da jetzt gemacht habe. Ja. Also ich möchte an der Stelle auch nochmal eine kleine Info vorwegschieben.
Ich habe mir jetzt mal als Erklärung, wir haben jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, den 1. Dezember 2017. Bald ist Weihnachten, oh ja. Und ich habe mir jetzt im Rahmen des Cyber Monday, weil der Preis gestimmt hat, meiner Meinung nach, doch das Upgrade auf die PlayStation 4 Pro gegönnt. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann sollte dadurch eigentlich dieses Let's Play, was ich hier gerade aufnehme, und auch die folgenden Parts, also ab sofort, beginnend mit Part 19, dieses zweiten Let's Play, sollten durch diese Maßnahme die Videos jetzt auch in Full HD aufgezeichnet werden. Und eben nicht mehr nur in 720p, wie das bisher jetzt der Fall war mit der PlayStation 4 Slim. Also habt auch ihr was davon, dass ich mir jetzt dieses Upgrade gegönnt habe, wenn ich mich da nicht falsch informiert habe. Aber normalerweise sollte Crash Bandicoot Insane Trilogy das unterstützen. Es ist auf jeden Fall ein Titel, der PS4 Pro Enhanced ist, also der Features hat speziell für die PlayStation 4 Pro, mein Gott. Und ja, ich muss dazu sagen, ich habe nur einen Full HD Fernseher noch aktuell. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was für ein Mist. Genau die gleiche Stelle wie vorhin. Was für einen Sinn macht das dann überhaupt, ein Upgrade zu machen auf die PlayStation 4 Pro? Aber da sage ich berechtigterweise, das macht durchaus Sinn, denn auch wenn man jetzt hier nicht, Mist, jetzt habe ich den Schutz auch schon verloren, aber ich habe es geschafft bis zur Plattform, dann machen wir das jetzt auch nochmal mit diesem Satz leben und versuchen hier durchzukommen durch den Abschnitt. Ist ja eigentlich auch gar nicht so schwierig. Die einzige Stelle, mit der ich Probleme hatte, ist ja wirklich die, wo dann diese komischen Orbs kommen. Nee, was ich sagen wollte. Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber normalerweise sollte durch diese Maßnahme, dass ich jetzt die PlayStation 4 Pro dann doch noch geholt habe, sollte jetzt eigentlich es so sein, dass das Video Capturing bei unterstützten Titeln zumindest jetzt auch mit Full HD klappt und je nach Spiel sogar mit 4K sogar, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber Full HD sollte auf jeden Fall jetzt möglich sein. Aber ich sag mal so, ihr werdet es ja sehen, wenn dieser 19. Part respektive Folgeparts dann online gehen. Ob es geklappt hat und ich jetzt wirklich dann künftig die Parts hier in vollem Full HD euch präsentieren kann und eben nicht mehr nur in Anführungszeichen, das war knapp, wow. Und eben nicht nur in Anführungszeichen in 720p. Also nicht nur ich habe was von diesem Upgrade, sondern ihr im Zweifelsfall auch. So, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das hier mache. Ich darf diese zweite Platte nicht berühren. Ich kann aber auch nicht über diesen Blödmann drüber springen, oder kann ich das etwa doch? Mit einem Ducksprung? Nee. Verdammt, das hat fast geklappt. Okay, es ist also definitiv möglich. Man muss halt huiuiui, flinke Fingerchen haben. Aber ich habe immerhin 5 Leben. So. Versuchen wir es doch nochmal. Gut, gut, gut. Ich würde sagen, jetzt. Nee, da war ich wieder zu schnell. Also es ist wirklich schwierig. Ich denke mal, ihr seht die Problematik. Und das hat jetzt nicht gezwungenermaßen was mit Unfähigkeit zu tun. Das jetzt allerdings schon, weil das muss wirklich nicht sein. Das war jetzt definitiv ein verschenktes Leben. Okay, durch diesen bekloppten, zugegebenermaßen bekloppten Fail habe ich aber jetzt hier ein... die Möglichkeit, einen Fehler mir zu leisten. Puh, und das war, ging fast in die Hose. Ach du Schande. Ich habe den Edelstein, okay. Aber auch hier muss ich jetzt wieder gucken, wie ich das time. Das hat geklappt. Okay, jetzt keine Dummheiten machen. Komm, das ist ein Scherz. Ihr habt es hoffentlich gesehen. Also eigentlich hätte das
klappen müssen. Verdammt nochmal. Okay, aber jetzt bin ich doch durchaus nah dran und ich bin zuversichtlich. Wieso ist denn, war der Gegner, der da oben jetzt rumrennt, eben auch schon da? Okay, ich habe den Schutz verloren. Mein Gott, spring doch da hoch. Junge, Junge, Junge. Ich verstehe es nicht. Leute, ihr habt es gesehen. Gut, wenn das jetzt nicht klappt, dann rennen wir hier mit dem nächsten Satz Leben einfach durch. Und dann müssen wir diesen Bereich hier uns halt später gönnen. Ich weiß nicht, wie man da durchkommen soll. Ganz ehrlich, Freunde. Okay, das hat geklappt. So, das ist jetzt eine blöde Phase meines Erachtens nach. Machen wir es jetzt. So. Okay, das hat geklappt. Jawohl. Okay, dann haben wir jetzt tatsächlich... Ist hier noch was? Ich hoffe nicht. Dann haben wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal überhaupt einen Todesweg erfolgreich abgeschlossen. Okay, jetzt verstehe ich das. Das heißt, wenn wir einen Todesweg erfolgreich abschließen, so sieht es jetzt zumindest aus, dann kommen wir auch an einem anderen an einem anderen Ende innerhalb des Levels raus. Das heißt, wir haben jetzt zwar diesen geheimen Edelstein gefunden, aber wir können gar nicht offenbar in einem Rutsch beide Edelsteine holen. Zumindest nicht, wenn es zwei klare sind, wie jetzt hier in diesem Fall. Ja, okay, alles klar, dann ist das insofern gar nicht so schlimm, dass ich in den ersten Leveln, wo wir schon mal so einen Todesweg gesehen haben, es nicht geschafft habe, diesen abzuschließen. Weil wenn es wirklich so ist, wie wir es jetzt hier gerade gesehen haben, dass der Todesweg, wenn man ihn denn absolviert, zu einem zweiten Ende führt, dann muss ich ja die Level, wo es zwei klare Edelsteine gibt, sowieso doppelt spielen. Und von daher habe ich dann in dem Sinne ja gar keinen Fehler gemacht. Das ist ja dann gar nicht so schlecht. Okay, Piston at the Way haben wir jetzt abgeschlossen. Wir müssen es dann nochmal normal spielen, also quasi auf dem einfacheren Weg, wenn man so möchte, um dann hier alle Edelsteine zu bekommen. Das machen wir dann aber wirklich erst, wenn es um die 100% geht. Okay. Haben wir aber wenigstens jetzt auch mal zum ersten Mal so einen Todesweg erfolgreich abgeschlossen. Machen wir weiter mit dem zweiten Level, Rocket. Und gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Kehre die Flugsteuerung im Optionsmenü um. Oh Gott, ich ahne Böses. Was kommt denn jetzt? Für gewöhnlich renne ich doch mit Crash nur rum. Oder etwa nicht? Okay. Zum Vorwärtsfliegen R2 drücken und L2 zum Rückwärtsfliegen. Alles klar, okay. Moment. Alles klar, okay. Ich verstehe schon, oder? Verstehe ich nicht? Doch. Das ist ja gar nicht mal so einfach zu steuern. Uiuiuiui. Ja, das kann ja heiter werden. Okay. Oh Mann. Oh je, Mini, wie soll ich denn hier alle Kisten holen? Yes, ich habe eine getroffen. Oh Mann. Ich denke mal, ihr seht hier meine Problematik. Ich habe unheimlich Probleme, hier auf einer Höhe zu bleiben. Gar nicht immer so einfach. Das ist aber als dann im Endeffekt auch ein Novum. Mein Gott, aber es ist echt schwierig, hier die Höhe zu halten. Oder ich bin einfach gerade nur ziemlich blöd. Oder ich sollte vielleicht auch die Steuerung umkehren. Mal schauen, wie ich jetzt hier parat komme. Oh, ich sehe hier schon was ganz Blödes. So. Die Kiste habe ich auch. Ist da oben noch was? Nee. Alles klar. So, ich würde jetzt mal vermuten, dass man da nicht gegen darf. Ich will es aber auch gar nicht ausprobieren. Ja, vorbei. Okay, alles klar. Noch ein Stück vor.
Sorry, wenn das jetzt hier gerade absolut bescheuert und unbeholfen und langsam aussieht, aber ich will jetzt hier keine dummen Fehler machen. Oh mein Gott. Ich habe keine Lust, da jetzt reinzufliegen. Hauen wir einfach so durch. Stopp, stopp, stopp. Ein Stück zurück. Ein Stück zurück, habe ich gesagt. Ich möchte gerne die Kisten da haben. Mann, 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 Mann. Freunde, das ist gerade nicht einfach. Okay, ich habe es geschafft. Und da ist der erste Checkpoint. Mann. Also mal zur Erklärung. Ihr habt es ja gerade gesehen. Vielleicht am Anfang bei der Erklärung der Steuerung. Den Stick bewegen benutzen wir hier, um Crash hoch und runter zu bewegen. Wir können... Okay, ich bin noch nicht ganz drunter. Dann gehen wir noch ein Stückchen vor. Ich bin immer noch nicht drunter. Mann, 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 Mann. Oh, ey. So, okay, die Kiste ist kaputt. Die Kiste ist kaputt. Alles klar. Also den Stick, sorry, ich muss mich hier echt konzentrieren, weil das für mich echt nicht einfach ist. Ich stelle mich damit unter vielleicht gerade ziemlich bescheuert an. So, durch. Alles klar, hat geklappt. Das sieht heiß aus. Ich sollte also aufpassen. Ja, man benutzt den linken Stick, um hoch und runter zu kommen. Aha, das ist ganz schön knapp. Um hoch und runter zu kommen. Und ja, toll. Und wenn man heiße Rohre berührt, ist man halt platt. Das ist jetzt allerdings nicht wirklich neu. Nee, den Stick benutzt man, um hoch und runter zu kommen. Und mit den Triggertasten oder alternativ der X-Taste kann man sich nach vorne boosten. Mann, dreh dich um, Crash. Ja. Himmel hilf. Also. Das ist echt nicht einfach, Leute. Also ich finde es gerade ziemlich schwierig. Ich habe ja die Steuerung bei Donkey Kong Country Returns. Ich habe das Spiel ja schon mehrfach in dem Zusammenhang hier, glaube ich, mal erwähnt gehabt. Oder im ersten LP, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube, es war hier im zweiten. Aufgrund des, meiner Meinung nach, ganz schön happigen Schwierigkeitsgrades. Ja, da gab es... ich muss nochmal zurück. Da gab es Level mit. Lass mich noch. Gab es Level. Sorry, es ist für mich wirklich schwer hier gerade nicht irgendwo gegen zu fliegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt kommen da auch noch solche Idioten dazu. Das macht es ja jetzt auch nicht einfacher, ne? Hohohoho. Aber ich habe es geschafft, ihn zu besiegen. Habe ich gedacht. Okay, ja, das hat geklappt. Ja, perfekt. Gar nicht mal so blöd. So, jetzt muss ich aber mal hier gucken. Oh mein Gott. Das ist auch gar nicht so einfach. Aber ich habe wieder mal den Faden verloren. Tut mir leid. Jetzt vielleicht? Ja, war ein scheinbar richtiger Moment. Und ich habe sogar die Checkpoint-Kiste erwischt. Das ist doch mal gar nicht mal so, das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, jetzt muss ich mal gerade hier abchecken, wie das aussieht mit der Nitro-Kiste. Wird die Nitro-Kiste die Lebenskiste zerstören? Naja. Ich würde jetzt einfach mal drauf spekulieren, da die ja doch eine gewisse Range haben. Dann versuche ich nämlich hier ein Stück weit safe durchzukommen. So, nämlich, um genau zu sein.
Hat sogar geklappt. Okay, das ist jetzt allerdings ein bisschen fies, denn die Kisten sind sehr nah an diesem Strahl platziert. Okay, hat auch geklappt. Ich gehe nochmal ein Stück zurück, damit ich hier die Kisten noch kriege. Erledigt. Auch erledigt. Ein paar Kisten fehlen uns aber auf jeden Fall noch. Also gut, ich weiß ja nicht, was jetzt hier noch alles kommt. Gehen wir ein Stück runter, damit ich die Perspektive besser einschätzen kann, beziehungsweise den Abstand zu diesem Dödel da. Ja, das war leider verschätzt. Blöd. Letztes Leben. Schade. Schade, schade, schade. Ich hatte gehofft, dass wir hier vielleicht sogar noch durchkommen. Aber warten wir mal ab. Noch ist ja nicht aller Tage Abend, wie man so schön sagt. So, das hat diesmal geklappt. Nochmal ein Stück zurück. Allmählich komme ich auch hier ein bisschen mit der Steuerung besser klar. Ich hätte vielleicht, also ich sollte mir für den nächsten Part vielleicht wirklich überlegen, ob ich die Steuerung nicht doch invertiere. Also sprich, hoch ist dann runter und runter ist hoch. Ist bei Flugeinlagen in Spielen oder, ja, ich sage jetzt einfach mal Flugsimulationen dann doch von Vorteil, wenn man das so macht. So, jetzt sehe ich wenigstens meinen Schatten. Alles klar. Und diesmal hat es auch geklappt mit dem Einschätzen. So. Da ich jetzt aber schon relativ weit am Ende bin mit der Partlänge und ich sowieso schon wieder ein bisschen überzogen habe, mache ich jetzt hier einfach mal einen kurzen Break. Lass Crash jetzt hier weiterfliegen und dann schauen wir uns mal an, ob ich es im 20. Part mit dem letzten Leben schaffe, hier das Level erfolgreich abzuschließen oder ob wir dann im 20. Part quasi dann nochmal von vorne anfangen müssen mit diesem Level Rocket. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kommt doch mitunter rein, wenn man dann begriffen hat mit Stick hoch und runter und Trigger-Tasten vor und zurück, beziehungsweise alternativ auch mit der X-Taste. Okay, ich würde aber dann sagen, wie gesagt, der Part ist eh schon überzogen. Wir sehen uns dann im 20. Part wieder, wenn es weitergeht mit Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back und wenn es in dem Sinne dann auch weitergeht mit diesem Let's Play. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben. Bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!